Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuschauer. Wir machen jetzt eine ganz besondere Zock-Session und wir, das ist der liebe Herr Flönz und ich. Hallo. Flönzi, ich habe uns ein Spiel rausgesucht, das, so was ich gehört habe, Survival-Elemente mit Dark Souls vereint. Ich weiß, eine in Sache, einem die ich davon, sehr liebe ja. Und eine, die ich sehr hasse. Ja, das ist doch wunderbar. Das ist quasi das Yin und Yang in einem Spiel. Das Ganze heißt Outward und ist ein Fantasy-Spiel, dass man im Koop-Modus spielen kann, im Splitscreen. Und genau das werden wir jetzt machen, weil so viele Spiele, die sowas machen, und vor allem in dem Bereich, meines Erachtens, gibt es nicht. Okay, wir können alle unsere Sachen steuern. Ich bin oben, du bist unten, du hast echt... Sorry, aber du hast echt die geilste Friese. Da kann mein Blondschopf nicht mithalten. Ich nehme mir mal so eine Fackel mit. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man dieses Spiel zu zweit spielt, ob es dann eine doppelte... Nee, gibt es nicht. Sag mal, muss ich jetzt hier nackt rumlaufen? Ja. Okay. Ich sehe schon, wie es ist, ne? Doppelt Loot wäre doppelt gut bei sowas. Okay, ist ja wurscht. Wir schauen einfach mal, dass wir weiterkommen. Jetzt habe ich auch Klamotten bekommen. Wir haben beide Klamotten. Wo sind wir? Ich weiß nicht, Felsen aufgelaufen. Wir sind nicht weit von zu Hause. Siehst du den Leuchtturm von hier? Wir schlafen jetzt 3 Stunden, oder? Ah, da sieht man auf dem Ding, okay, du hast, wo du deinen Balken hast und wo ich meinen Balken habe. Ich kann aber ja. Ja, mach du mal eine Stunde. Mal schauen, ob ich dich dann wecken kann oder wie das funktioniert. Mhm. Was reichen wir jetzt bloß an? Das Bett macht sich breit, jetzt die Kleidung befindest. Du liegst zu Hause. Jetzt sind wir in unserem alten Bett. Okay, der hat uns beide zurückgetragen. Na, so nett, Toni. Hättest du aber gleich sagen können, ne? Ja. Geht nach Hause und pennt da. Das ist ein bisschen creepy. Hey, leg dich schlafen. Ich trag dich nach Hause. Vor allem, weil er weiß, wo wir wohnen. Ja, nimm einfach mal alles mit. Jo. Das wäre echt krass, wenn man sich alles so ein bisschen aufteilen muss. Ich meine, einerseits wäre es krass, andererseits wäre es vielleicht auch wieder ganz cool. Weil der eine ist dann so, ja, du musst dich ums Inventar so ein bisschen kümmern. Aufgewacht, Trockbrot! Glaubst du etwa, du kannst dich einfach für 4 Monate dünn machen und nicht zahlen, was dem Stamm zusteht? Ein Blutpreis ist heilig. Ja, man kann wir müssen jetzt... Wenn ich dann das Geld nicht vor mir liegen sehe, okay. Wird es dir leid tun, nach Hause gekommen zu sein. Okay, dann hättest also, du ein paar Tage Zeit, 150 selber Münzen zurückzuzahlen. Entweder verdient, komm zu mir, sobald du zahlst. Warte mal, was stand da? Entweder verdienst du das Geld. Weg, die Sache zu reden. Naja, ist egal, wir müssen mal machen halt, ne? Ja, lass uns schauen, dass wir schnell diese Kohle verdienen irgendwie. Was ist denn hier der Ausgang von dem? Wir müssen mal hier durchgehen. Ich weiß nicht, ich suche halt den Ausgang von dem. Ja, ich weiß. Okay. Ich habe die erste halbe Stunde habe ich schon mal gespielt im Singleplayer-Modus. Ah, okay. Wir müssen jetzt schauen, dass wir Kohle verdienen. Ja, das wird sicherlich nicht leicht werden. Ich habe es, glaube ich, nicht geschafft, die 150 in 5 Tagen zu kriegen. Weil das Spiel auch kampfsystemtechnisch nicht ohne ist. Okay, schau du mal, dass du dir vielleicht irgendwie einen Rucksack machst. Ich versuche hier diesen Wasserschlauch zu holen. Ich habe jetzt einen Rucksack gekauft. Ja, super. Wow, du hast einen richtigen fancy, geilen Rucksack. Ja, so einen normalen Rucksack. Es ruckelt so ein bisschen, ne? Ja. So richtig flüssig läuft's nicht und ich meine, dafür sieht es jetzt auch nicht so geil aus. Das ist tot. Nummer 2. Sehr gut. Du bist eine fucking Killing-Maschine, ey. Ja, ich habe jetzt, auch eine Axt und ein Dolch inzwischen. Ja. Ich habe jetzt mal alles mitgenommen, was davon wäre. Ja, ich habe den anderen geplündert. Sehr gut. Da sind noch mehr hier da hinten. Aber lass uns weiter zum Strand gehen mal. Ja. Na, das ist da ein Baumstamm, da ist da. Ah, da öffnen. Na, da, hier ist doch. Was haben wir da? Dreckiges Zufall. Oh, wir können Waffen drehen. Geil, dann gebe ich dir das eine und nehme mir das andere, ne? Mhm. Und eine Harpune. Dann nehme ich mir das Gift und das andere lasse ich drin. Das kannst du dir nehmen. Dann lasse ich, dann schaue ich jetzt mal, wie kann ich denn... Ja, jetzt habe ich eine Eisaxt. Lass mal schauen, was hier unten los ist. Da hier. Fucking Scumpy Time. Shit! Das kann Blitze schießen, scheiße. Ja! Okay, es fokussiert sich gerade auf dich, finde ich super. Warte mal von hinten rein jetzt. Sich auf dich. Aua! Oh Gott, oh Gott, oh!
Shit. Man darf maximum zwei Schläge landen. Bist du hier down? Ja. Warum bist du denn down, du Clown? Ich hab's geschafft, du bist wiederbelebt. Hau ab. Versuch ich ja. Akku auf mich. Alles gut. Ich mach ihn jetzt platt. Wieso bin ich jetzt schon wieder down? Ich hab doch Leben. Alles gut, Mann. Huh! Boah, das ist nicht ohne. Boah, ich habe irgendeine negative Wirkung. Schwindelig ist, glaube ich, auf mich unten oder irgendwas wird da angezeigt. Holla die Waldfee. Dann lass uns doch mal hier ein Lagerfeuer schnell bauen. Jo. Das müsste ich jetzt im Inventar haben. Genau. Das platziere ich jetzt einfach mal dahin. Jo. Sehr gut. Und dann zündest du es mal an. Und dann können wir jetzt mal benutzen. So. Ah, beliebige Zutat. Da haue ich jetzt mal rein hier das rohe Fleisch, weil rohes Fleisch wird schnell schlecht herstellen. Zack. Das dauert jetzt 580 Sekunden, stellt 0, krass. Also das ist schon ein ziemlich heftiges System, ist nicht, dass du isst und... Ja, ich bin mir jetzt auch gerade so ein bisschen unschlüssig, was wir am besten machen sollten. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir vielleicht tatsächlich in die Stadt zurückschauen sollten. Fressen die Leichen der anderen Hyänen? Oh ja. Es wird einfach zwei neue und die Körper verschwinden einfach wahrscheinlich nicht. Das ist ein schlimmer Hyänenkampf. Ist so ein bisschen wonky, das System. Alter Falter, jetzt bin ich auch hinüber, oder was? Jo. Ich verstehe das System nicht, wann ich K.O. bin und wann nicht. Ich auch nicht, ich sehe das am Lebensbalken einfach nicht. Genau, dieser Lebensbalken ist doch fucking... Ich hab doch noch was Rotes da. Ich blute gerade. Ja. Ehrlich, du hast Durst, glaube ich, auch. Lebst du da? Ich verstehe dieses Gesundheitssystem nicht. Ich auch nicht. Weil natürlich, ich gehe davon aus, das Blinkende ist jetzt die Gesundheit, die man noch hat, aber was ist das andere dann? Nice. So. Nice! So, ich habe meinen Rucksack wieder. Vielleicht haben wir jetzt genügend Kram, dass wir Hyänenkram, dass wir verkaufen können. Ja. Also an sich muss ich sagen, finde ich die Idee schon ganz nice eigentlich. Ja, ich auch. Ich komme noch gar nicht mit dem Spielsystem zurecht, weil die Menüführung ist alles so ein bisschen kompliziert. Ich finde den Kampf so ein bisschen was kann ich für dich tun? Clunky. Also, wie man so schön sagt auf Englisch. Ich verkaufe jetzt mal Kram hier, den ich zu viel habe. Ja, ich gehe mal zu anderen Händlern. Rostige, nee, den brauche ich nicht. Da ist auch die Frage, wie lernt man halt neuen Kram zu kaufen? Also zum Beispiel, ich war ja gerade beim Schmied. Ja. Da konntest du Rezepte kaufen. Ah, okay. Wo du halt dann Schilder und so. Ja, ich frage mich halt, ob das wichtig ist, dass wir jetzt da nochmal diese 150 hinbringen oder ob das im Endeffekt total egal ist. Ne? Weiß ich halt nicht, weil, also ja, ich glaube, es ist für uns halt schon, unser Haus schon ein gutes Lager, um zum Beispiel auch dann Sachen am Ende herzustellen oder so. Okay, jetzt sind wir ja richtig in Dungeon Time. Oh, hier ist... Oh, shit! Da sind mehrere, komm, wo gehst du denn hin? Lass uns versuchen, den einzupullen. Da hinten ist irgendwas blau. Was hier? Oh, ich hab gedacht, du bist es, wo kommt der denn her? Okay. That fucker is gonna die. Scheiße, jetzt hat er mich getroffen. Hat er mich gut... Oh! Lass dich nicht von dem treffen, ne? Er ist tot. Zappenduster ist es immer noch. Lass uns mal schauen, ob wir irgendwas verkaufen können. Es ist halt schon krass, wenn ich überlege, also es scheint nicht leicht Geld zu machen. Und wenn man dann sich auch noch um Essen kümmern muss und so, das kann ganz schön umfangreich werden. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwelche Jobs vielleicht kriegen kann. Ich spreche hier mal so einen Typen. Suchst du nach was Bestimmten? Hier, wir haben Fähigkeiten, Mann, mein Freund. Was? Den Mondstreich, Ausdauerkosten, Doppelangriff an den Schoden. Ja, das ist schon mehr als ich. Aber ich kann hier... Da hinten sind nämlich die zwei Buben. Die Jungs hier. Die müssen wir gleich platt machen. Da müssen wir geballte Power. Weil der hat einer den Säbel. Ja. Ist die Frage, auf wen wir uns konzentrieren. Ob man sagt, wenn einer Fernbogenschütze ist, ob man erst auf den geht. Stirb, unser Fucker. Oh, die können auch... Fuck, ich bin schon hinüber. Oh nein. Nein, nicht Bogenschützen. Nein. Der eine hat's gerade nicht mehr gecheckt, ne? Schnell.
Es kommen auch noch Hyänen. Die greifen die an, ist doch perfekt. Ja, das ist super. Ich muss aber die Hyäne angreifen lassen. Ja, nicht, dass die Hyäne auf dich geht. Bitte, 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 geh doch nicht so nah ran an die Hyäne. Ja, ich versuche halt, ihn an die Hyäne zu pushen. Ah, ich habe ihn getroffen. Nein. Ja, sau gut. Oh, das war nicht ohne, ey. Boah, das ist schon tough. Wie viel Silber haben wir bekommen? 2. Hat sich ja gelohnt, ey. So. Das Zielsystem mit Pfeil und Bogen ist... Alter, da sind 2 neue gespawnt. Okay, lass scheiß drauf. Ah, okay, ich glaube, ich verstehe das jetzt. Diese rote, das permanent ist, schränkt einen ein, glaube genau. ich. Genau. Also bei mir bin ich ja auch fast auf maximaler Gesundheit, weil meine... Ja. Bei mir geht das Permagesundheit nicht ganz mal. So. Ich muss mal schauen, ob ich mir Bandagen machen kann. So, ich habe mal die Hälfte meiner Verbände abgeworfen. Einfache Kleidung kann im Menü über Lebenshandwerk. Vorsicht, 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 Vorsicht. Was denn? Einer der hat Banditenkraft an. Der hat ein fucking Schild, der Typ. Was macht der hin? Ich hab doch eine scheiß Rolle gemacht! Also ich find's schon irgendwie cool. Man merkt schon, dass es halt von einem kleinen Team ist, die hatten nicht wirklich viel Kohle zur Verfügung. Aber die Umwelt funktioniert. Ich meine, da jagen jetzt 2 Hyänen wieder so ein Hühnchen. Ja, und gehen jetzt auf die Banditen los. Das, das finde ich schon ganz, ganz geil irgendwie. Also das, so ein eigenes Ökosystem, das hier funktioniert. So, jetzt kommen wir hier in die lila Gegend. Hier suchen wir uns jetzt noch einen Gegner, den wir schön platt machen. Das hat bis jetzt so gut funktioniert. Aber das ist ganz geil gemacht. Hier wechselt das Gras die Farbe von blau zu lila. Ja. Wie als würde der Wind da so durchgehen. Das finde ich ganz cool. Franzi, ich würde sagen, wir kommen jetzt hier mal zum Ende. Jo. Liebe Leute, das war so ein ganz, ganz kleiner Ausblick oder Einblick in Outward. Da kann man jetzt überhaupt kein Urteil fällen, wie das Ganze jetzt ist. Also ich finde es vom Grundkonzept eigentlich ganz cool. Ne? Zu zweit so eine Rollenspielwelt erkundigen, die wirklich auch tough ist, wo man sich selber zurechtfinden muss. Das Spiel nimmt einen nicht an die Hand. Also man muss sehr viel herausfinden, wie eben bei diesen ganzen Survival-Spielen. Ja. Ne? So also es ist schon... Also ich spiele ja schon sehr viele Survival-Games. Und die Grundprinzipien sind drin. Aber es ist schon sehr viel mystisch, habe ich das Gefühl. Vielleicht kriegt man in der Stadt noch am Anfang mehr erzählt, wie man was macht. Und man hat schon gesehen... Irgendwie, es teilt sich auch noch in Klassen auf, irgendwann mal wahrscheinlich. Genau, also es gibt definitiv Klassen. Es gibt einen Magiermeister oder Lehrer, den man gesehen hat und so weiter und so fort. Es gibt Tränke. Wer weiß, vielleicht verändert sich die Welt ja auch noch, nachdem man das Tutorial, wo wir gerade drin hängen, abgeschlossen hat. So, und an sich eine nette Idee eigentlich. Genau, technisch ist es jetzt vielleicht nicht das Allerbeste, muss man dazu sagen. Aber man kann es im Splitscreen spielen. Das ist auch etwas, was man sich nicht so oft sieht. Also... Wie gesagt, ich kann es nicht sagen, ob es richtig gut oder richtig schlecht ist. Ich finde es aber interessant. Also ich werde es auf alle Fälle ein bisschen weiter beobachten. Ja, geil. Ja. Sagst du Bescheid, wie es ist.